Guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr das hier schaut. Und herzlich willkommen zu Survive. Ein Spiel, was zu zweit geplant ist, aber ich jetzt alleine spielen muss. Ja, der Sunny hat angeblich einen Stromausfall. Ich sage angeblich, weil ich ihm das nicht 100% glaube, weil der bei Sea of Thieves gerade on ist, bei Discord. Ja, ich habe jetzt eine Stunde gewartet auf den Jungen. Ich hoffe für ihn wirklich, dass er einen Stromausfall hat, sonst bin ich extremst enttäuscht von ihm. Das halte ich nicht zurück. Ich hätte schon vor einer Stunde starten können. Ja, beim letzten Mal haben wir mit Sunny hier ein bisschen schon erkundet, haben die Welt da draußen kennengelernt, wurden gefressen und wieder ausgekotzt. Ja. Und wir legen dann los. Da ist noch eine Sache, die ich ansprechen will. Ihr seht ja den Sichtbereich, ne? Bei mir sehe ich das ganze Inventar. Das ist mir halt beim Schnitt aufgefallen. Ihr seht ungefähr nur das hier. So ungefähr. Das tut mir ein bisschen leid, dass ihr nicht dasselbe Sichtfeld habt wie ich. Das tut mir wirklich sehr leid. Des anderen ist mir aufgefallen, dass der Stream so gesehen abschmiert, sobald ich eine Ladesequenz habe. Der meint er immer, für eine Sekunde abschmieren zu müssen. Auch da will ich mich mal entschuldigen. Das kann ich ja nicht sehen, wenn ich hier am VR-Ding sitze. Ich sehe das ja nicht. Wenn der Sunny doch noch aus welchen Gründen auch immer heute doch noch mal Strom haben sollte, dann hat er gesagt, er wird nachjoinen. Ich denke mal, er wird es nicht tun. Bin mega enttäuscht ein bisschen. Falls er wirklich einen Stromausfall hat, tut es mir leid für ihn. Aber ich habe halt wirklich eine harte Zeit, ihm zu glauben. Ich muss nach vorne drauf achten. Das ist noch gleich geblieben. Naja, ich hoffe mal, dass wir selbst solo hier einigermaßen Fun haben können. Ich hätte halt wirklich schon vor einer Stunde loslegen können. Die Ausrüstung und so weiter habe ich alles schon seit einer Stunde bereit. Ich habe nur auf Zani gewartet. Aber ab einer gewissen Zeit habe ich halt keinen Bock mehr zu warten. Ey du! Die Bohrameter. Die funktioniert immer noch. Wer braucht Knarren, wenn er einen Bohrer hat? Die Taschenlampe ist unnötig. Und tot. Es ist so schön, dass die Bohrer-Taktik immer noch funktioniert. Und nicht wirklich welche von den Matschböen anzieht. Das ist einfach so schön. So schön, dass wir das letzte Mal rausgefunden haben. Hallo. Hallo Bernhard. Wie geht's denn so? Ich habe gehört, du hast einen neuen Haarschnitt. Da ist die Müllwaffe. Aber da ist auch noch eine andere Waffe, die sehr gut ist. Jetzt kann ich kämpfen. Ich mache einfach mal die Safehäuser auf. Kurz gucken. Keiner in Reichweite.
Oh, guck mal, da ist noch so ein schöner Stab. Den lasse ich aber, glaube ich, erstmal liegen. Zumindest bis ich eine der Waffen aufgebraucht habe. Zum Sichtfeld will ich noch mal sagen, ich habe wirklich alles versucht, um das ein bisschen größer für euch zu machen, dass ihr ungefähr dasselbe habt wie ich. Aber war vergebens. Ich finde es schön, wie die mal abheben, sobald die dran kleben. Wer wäre als nächstes? Willst du? Du willst. Ich liebe meine Machete. Bis sie kaputt geht. Oh. Tod. Tod und Verderben. Ich habe ja noch einen Bohrer. Ich bin noch gut bewaffnet. Ich habe die allmächtige Waffe. Solange ich einen Bohrer habe, bin ich unbesiegbar. Dann kann ich den in der Nase rumbohren. Ich sollte aber mich nicht mit Armee anlegen. Mehrere auf einmal ist eine schlechte Idee. Sicherheitshalber eben kurz nach links geguckt. Na, Chat, was geht denn bei euch so ab? Wollt ihr mir von eurem Dach erzählen? Ich hänge hier so ein bisschen mit Brunhilde ab. Und da kommt Johann. Ciao, Johann. Schön, dass wir uns unterhalten haben. Also hier auf dem Friedhof finde ich das, was ich suche. Das wird ja lustig. Kann ich das Tor öffnen? Ja, kann ich. Wo ist meine Piste hin? Ach, der hatte sie sich ans Bein getan. Hi. Nein. Jetzt muss ich hier ein Buch finden. Kann ich die Schaufel zum Kämpfen nutzen? Testen wir es einfach am erstbesten. Hey, du. Ja, kann ich. Boah, die ist ja genauso praktisch wie die scheiße Axt. Ja, Na gut, kann man ordentlich draufkloppen. Irgendwo hier. Wahrscheinlich da. Nein, mir macht der Friedhof überhaupt keine Angst, Leute. Ich habe schon Schlimmeres gespielt. Im VR. Ich mach mal Tor hinter mir zu. Krieg ich weniger Gesellschaft. Hier in dem Gebiet soll es sein. So, Taschenlampe ist in der Hand. Ich weiß, dass das keine Taschenlampe ist, im eigentlichen Sinne. Oh, ich glaube, ich bin hier safe. Da ist noch eine Schaufel. Ja, Schaufelparty. Ich muss irgendein Grab ausheben. Hier ist halt echt kein Zimbel.
Keine Matschbirne. Ich brauche den mal ganz kurz. Wo bohre ich dich denn auf? So Leute, dann mal eben kurz eine Runde beten. Ist hier irgendwo mein Büchlein da? Was habe ich denn jetzt gelernt? Man erkennt es so schlecht. Explosive Ammo for Beretta. Ich kann jetzt explosive Ammo mitnehmen? What? Sunny weiß nicht, was er verpasst. Ich könnte es mitnehmen. So, ist hier sonst noch irgendwas vom Wert? Stimmt ja, die explosive Ammo, ne? Oh. Man sieht es. Ich habe einen Platz frei, oder? Ja, ich habe da jetzt das Buch reingetan auf dem freien Platz. Na gut, explosive Ammo wird eingepackt. Dann nehme ich wieder meinen Bohrer, weil Bohrer ist besser als Schaufel. Das dann nutze ich nochmal eben kurz in mein Gesicht. Ah, jetzt rieche ich wieder wie frische Pinie. Okay. Gucken wir mal. Von hier aus nach oben und nach links. Wenn er kommt, kann ich ihm ja direkt sein Büchlein geben. Ist ja das Ding. Ich werde dann wahrscheinlich auch auf eine Beretta umwechseln, wenn ich da jetzt ständig so die Ultimuni habe. Man sieht den Explosionseinschlag. Oh, das wird den Zombies überhaupt nicht schmecken. So, von da kam ich. Gehen wir hier raus. Ist ein schönes Grab. Na, habt ihr genauso viel Spaß wie ich? Da ist so ein dicker, fetter Baum, der die Tür blockiert. Ich kann hier tatsächlich nicht durch. Muss ich da lang, wo ich herkam? Na gut, ich bin ja gewappnet, ne? Und falls da welche stehen, kann ich sie ja durch den Zaun töten. Ich sehe da jetzt keinen. Da ist die Tür, durch die ich reingekommen bin. Kommst du gerade zu mir? Ja, jetzt auf jeden Fall. Er hat den Boa gesehen und ist umgedreht.
Interessant, der ist einfach umgedreht, als er den Bohrer sah. Die Munition hat's in sich. Ach, Sonny. Du machst nur Ärger. Ah, hier hätte man in dieses Riesengebäude reingekonnt. Waren ja so auf der Suche nach einem Eingang dafür. Und tschüss. Ich sollte mich nicht so sehr mit denen aufhalten. Ist das nicht ein wunderschöner Vollmond? Ich sehe doch, wie du mir versuchst, hinterher zu dackeln. Die Polizisten, die sprinten immer, ne? Da stand einer hinter mir. Den habe ich nicht gesehen. Solo ist es halt 10-mal schwerer. Ich spawn ja hier wieder, ne? Und mein Inventar liegt jetzt da hinten. Das sollte ja vom Prinzip her an derselben Stelle jetzt liegen. War interessant, wenn ich alleine bin, spawn ich auch in der Nähe. Davor war es ja schmiert ab. Nein, danke. Hast gelitten. Als ob mein Zeug unter die Map gebackt ist. Was ist denn das für ein Rotz? So, mal prüfen. Vielleicht, ich versuche halt wirklich mein Zeug gerade wieder zu kriegen. Ich habe jetzt auch nochmal die Schaufel nochmal verloren. Einfach schnell genug. Ja, ich kann so mein Zeug retten. Es ist eine Hiobsaufgabe, aber es klappt. Ich konnte noch einen Bohrer retten. Der Rest ist despawned. So ein Rotz. Das Zeug despawnt halt nach so 5 bis 10 Minuten. Ich muss schon sagen, Solo ist das Spiel doof. Ich gehe mal kurz noch mal ein Stück zurück. Wechsle diese Lampe gegen diese Lampe. Außerdem will ich auf die Karte gucken. Ja, Zeug kann ich gerade nicht. Genau da vorne ist das Haus, in das ich rein will. Genau hier. Ich will in einem Hotel, okay. So, tot. Ich liebe das immer noch, ne? Ich muss jetzt gerade den Weg da reinfinden. Da ist auf jeden Fall der Punkt, wo ich hin soll.
Es wäre schön, wenn nur einer von euch gerade reagiert. Ja, kommt einzeln. Sehr brav von euch, dass ihr einzeln kommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass da drin auch was ist. Das Bohrer-Gameplay. Man kennt es. Boah, wo komme ich denn da rein? Da drin ist auch die Hölle los, ne? Also solo würde ich da nicht reingehen. Wäre ja purer Selbstmord. Okay, kann man nicht öffnen. Da liegt eine Piste. Ja, da ist ein Zaun, ne? Kommt nicht rein. Ist hier der Eingang? So oder so sollte ich mir das Safehouse da holen. In dem Haus kriege ich auch eventuell bessere Ausrüstung. Ja, eine anständige Nahkampfwaffe. Hab ja gerade keine. Hier ist noch mal ein bisschen was von diesen explosiven Ammo. Guck mal eben kurz. Ach, deswegen backt meine Hand so rum. Ich gucke hier gerade komplett nicht zur Kamera. Jetzt gerade bin ich an einem Safehouse. Das ist ja immer noch nicht da ist. Bisher bei mir, wenn der Stromausfall ist, dann ist er meistens nach 20 Minuten auch schon wieder weg. Aber komisch. Sea of Thieves kann er noch 5 Stunden lang weiterspielen. Wird dann überhaupt nicht suspicious, ne? Was ist denn dieses gelbe Symbol, was mir da auf der Karte angezeigt wird? Die Knarre ist eigentlich ganz gut, muss ich mir merken. In dem Haus da gegenüber sagte mir irgendein komisches Symbol. Sag mal, wie viel hältst du denn aus, Kollege? Ich kann gerade nicht nachladen, ich muss erstmal töten. Oh, da liegt eine Nahkampfwaffe auf der anderen Seite. Scheiß auf einen Bohrer. Wenn man sowas haben kann. Hehehe.
So, jetzt kann Tür zu. Die sollten ja nicht reinkommen können. Das nehme ich liebend gern. Oh. Hoho. Die lasse ich erstmal liegen. Die Granate kann ich mitnehmen. Ganz ehrlich, lieber eine Machete als eine Säge. Die Säge ist zwar auch gut, aber noch lange nicht so gut wie die Machete. Wofür bin ich jetzt in dieses Haus gekommen? Jetzt nicht für die Knarre, ne? Für ein bisschen Munition, wie es scheint. Ich habe jetzt sonst nichts hier gefunden. Oh, hier ist ja deutlich was an Munition. Da habe ich schon jetzt so das Bedürfnis, die Schrotflinte wieder mitzunehmen. Munition, ne? Ist halt ultra viel. Vor allem bei der Schrotflinte. Das einzige Problem ist, dass die Schrotflinte unglaublich die Horde anlockt. Dich lasse ich mal kurz liegen. Kommt her. So, tot. Meine gute Schrotflinte ist eh schon längst über alle Berge. Ich muss in das Gebäude gegenüber ja auch rein, ne? Das ist eher so eine Hackwaffe. So, wo komme ich hier denn jetzt endlich mal rein? Ich mach da mal die Tür zu. Wenn ich mit der Knarre keine Munition habe, kann ich mir wenigstens eine gerade Schrotflinte holen. Ich denke mal, da ist der Eingang. Ich habe nicht das Gefühl, dass das friedlich vonstatten gehen wird. Okay, jetzt lädt erst die Map. Also das Spiel ist schon ein bisschen gruselig, ne? Das will ich gar nicht leugnen. Kaputt! Habe ich meinen All-Zuverlässigen, ne? Also ich suche hier jetzt auf jeden Fall. Hallo, mein ungebetener Gast. No? Oh, Scheiße. Erstmal dir den Kopf weg.
Okay, jetzt gerade habe ich ein Nahkampfproblem. Kann ich in die Räume hier auch rein? Ja, anscheinend schon. Die Frage ist, wie schlau ist diese Aktion, die ich jetzt gerade hier mache? Hier ist auf jeden Fall ein Bohrer, den kann ich schon mal mitnehmen. Eine Verteidigungsmöglichkeit mehr. Ist das ein Laserpointer? Bitte sag mir, dass man hier das Buch dazu findet. Das wäre ultra nice. Der Laserpointer, hatte ich ja schon im Tutorial gesagt, der ist ultra OP. Damit kann man nämlich richtig genau zielen. Ich sehe es schon, komm, ich verteidige mich gleich wieder nur mit dem Bohrer. Irgendwo hier sollte es sein. Mal kurz auf die Karte gucken. Nee, da in dem Haus. Beziehungsweise wahrscheinlich mittendrin. Ich sollte mich trotzdem hier umschauen. Vielleicht ist es hier wirklich Aufsatz, den ich mitnehmen kann. Das war. Okay, ich kann da nicht durch so. Ich brauche eine andere Tür. Oder? Was für eine dämliche Tür. Jawohl. Ich sag mal so. Scheiß auf einen Bogen. Das kann einen Moment dauern. Weil ich werfe jetzt alle Pfeile aus dem Inventar und nehme das Katana mit. Nur damit du nicht disappearst. Dem Bohrer ist egal, da vorne liegt ein Ersatz. Du kommst mit. Hier ist einfach das komplette Waffenarsenal. Da ich schon mein ganzes Leben lang suche. Hier ist sogar diese explosive Munition. Weg mit der normalen. Und Hallöchen. Ich sollte auch ein bisschen was von der normalen mitnehmen. Kann ich nicht. Ja, komm. Das ist für die andere. Aber wie gut, ne? Hier drin einfach so ein Arsenal zu finden. Die Axt will ich nicht mitnehmen. Wo habe ich jetzt meinen Katana gelassen? Beziehungsweise meine Nahkampfwaffe.
Die habe ich doch hier irgendwo abgelegt. Jetzt weiß ich nicht mehr wo. Ach, egal. Ich nehme den Bohrer. Hier ist eh keine Gesellschaft mehr, ne? Ich guck mal noch mal mein Inventar an. Ja, das Ammo-Ding für den Sunny. Kann ich ja nach dem Stream noch oben bleiben, damit ich ihnen das wenigstens noch in die Hand drücken kann. Sonst muss ich das noch mal mit ihm holen. Ich würde zu gern wissen, was passiert. Was habe ich getriggert? Ist ja nur die Machete, die jetzt weg ist, ne? Die ist ja eh schon so halb aufgebraucht gewesen. Also ist nicht weiter schlimm. So, Tür auf. Katana her. Kommt her, Matt spüren. Hier war doch noch einer von denen. Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Spiel speichert. Offline. Maybe a cable got fucked up or something. I saw a few in good condition at Monster Joe Garage. I'll set a spot on your map. Let's go. Okay, da stand ja gerade hier gespeichert. Ich will nur mal eben kurz auf der Karte gucken, wo ich überhaupt hin soll. Ja, ein bisschen zu spät, Kollege. Ja, kannst ruhig hier hinkommen. Komm ruhig her. Ist der Knüppel hier einfach nochmal gespawnt? Der ist hier einfach nochmal gespawnt. Nämlich den Knüppel. Der? Das kommt immer im Winter. Ich habe zwei Knüppel, ich bin bewaffnet. Jetzt können die mich mal kreuzweise. Jetzt muss ich nochmal eine Straße weiter. Weg damit. Jetzt muss ich beim Monster Joe vorbei, da mir ein Kabel holen, soweit ich das richtig verstanden habe, und dann wieder hier hin und das Kabel hier einsetzen. Das ist ein Spaß. Da ist auch nochmal eine Hoteltür, wo ich rein kann. Hallo, ist hier jemand? Hallo? Ich hätte mir bei der Aktion in Real Life schon mindestens 5-mal den Kopf abgehackt. Aber interessant, dass man wenigstens in so ein, zwei Dinger rein konnte. Na gut, hier scheint niemand mehr zu sein. Bei der Hand. Ich weiß ja, dass ich jetzt hier so drumherum muss und da hinten dann lang. Monster Joe, so hieß halt auch das Kapitel, ne? Ich will bis zu dem Safehouse und dann will ich den Sunny nochmal anschreiben, wegen seinem Strom. Also von der Karte her sagt es einmal komplett drumherum. Yeah.
Samurai-Action. Keine Samurai-Action mehr. Will weiterleben. Ich habe ein Heilding doch irgendwo im Inventar. So, das war jetzt erstmal wichtiger als alles andere. Die sind tot. Den ignoriere ich. Oh. Hier ist mir zu viel los. Ich habe das Gefühl, man kann eigentlich in jedes Haus, aber man kann erst was darin finden, wenn man beim jeweiligen Kapitel ist. Zumindest kann ich mir das so vorstellen. So, laut Karte sollte hier jetzt irgendwo ein Safehouse sein. Ja, direkt hier. Ich bin auch blind, das sieht man doch. Jetzt muss ich nur den Weg finden, da ranzukommen. Tolles Katana! Also, die Stachelkeule hat bisher immer noch am meisten gebracht. Die bleiben ja wirklich förmlich dran kleben. Ja, danke, Brigitte. Hab dich gern von deinem Leid erlöst. So, offen. Das heißt aber nicht, dass der Raum hier safe ist. Erstmal muss ich die da ausschalten. Sag ich doch. Ich liebe diesen Knüppel. So, irgendwas Verwertbares hier drin. Hier ist explosive Munition. Und eins davon. Ich sehe die Armee halt schon vor der Tür. Ich glaube, ich kann jetzt generell explosive Magazine finden. Bei so einer Riesenarmee bin ich schon fast gewollt zu sagen, komm, ich schmeiß die Granate dahin. Das lockt sie ja auch vor mir weg. Ach verdammt, jetzt habe ich gar nicht auf die Karte geguckt. Wegen dem Joe. Außerdem wollte ich ja jetzt eben kurz Sunny mal anschreiben. Bei mir spielt er halt auch immer noch Sea of Thieves, ne? Was mich aufregt. Obwohl der gesagt hatte, dass er heute hier mitspielen wollte. Ich glaube ihn halt immer noch nicht mit dem Stromausfall. Also laut Karte, hier jetzt drumherum. Und da sollte dann das Haus sein. Thank you.
Na komm, dann ziehen wir jetzt weiter. Nein. Diese komischen Geruchsgegner. Ich gehe jetzt nicht in das Haus. Also nicht in das Haus. Sondern wenn da. So, einer weg. Bis die Waffe bricht. Hab ja gesagt, bis die Waffe bricht. Du hast eine Knarre, die könnte ich verwenden. Oh, da, guck mal, da ist ein neuer Knüppel für mich. Muss aber von der anderen Seite ran. Wie nett das Spiel ist, ne? Ich verliere meinen Knüppel und das Spiel gibt mir instant einen neuen. Nein. Da drin soll es sein. Warum habe ich das Gefühl, dass mich gleich so ein Big Boy erwartet? Ich muss erstmal gucken, wie ich da überhaupt reinkomme. Die mit den Helmen sind nervig. Die halten so verdammt viel aus. Boah, wo komme ich denn hier mal rein? Ah, hier. Aus dem Weg. Erstmal dich. Aber die kommen alle aus einer Richtung. So, und da will ich jetzt irgendwie rein. Da ist ein grüner Knopf. Ich habe den Knopf gedrückt. Also ich muss auf jeden Fall da rein. Das steht außer Frage. So, einer weg. Weg mit euch. Ah. Das ist überhaupt nicht laut. Und die Gegnerbrigade ist schon wieder da. Hier ist eine Schaufel zur Not. Hier ist viel, womit ich mich verteidigen kann.
small objects in your bag, so your hands are free to shoot. Come on, let's go back to the motel and turn on that fucking antenna. Danke, der Sound war nicht bedingt nötig. Ich nehme mal die Säge mit. So. Sollen die doch daran verrecken. Natürlich lockt das natürlich auch die halbe Nachbarschaft an, ne? Aber hier kann ich mich am besten verteidigen. Oh, ich habe den Kopf mal abgetrennt. Das ist, wenn sie an die Waffe drankommen, dann gehen die halt kaputt. Auch wenn ich die eigentlich gar nicht damit wirklich treffe. Das Spiel registriert es trotzdem als Treffer. So, hier will ich rein und die Kabel nach da hinten bringen. Einen kurzen Moment warten, damit alles laden kann. Da ist ein Fetter. Ich hoffe, das funktioniert gut gegen den. Ja, gegen den funktioniert das wunderbar. Auch wenn jetzt wahrscheinlich die ganze Nachbarschaft wach ist. Okay. Suche einen Schutzraum. Oh, Kapitel geschafft. Ömer hat gerade um Hilfe geschrien. Okay, ich bin noch hier. Inventar ist aber weg. Okay, Leute, ich mache das jetzt so. Ich nehme das Pad da in die Hand. Sag zurück zum Hauptmenü. Und sag einfach mal, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Die Ratte hat's erwischt. Ich ziehe meine Papiertüte auf meinen Kopf. So. Wir haben keinen Spiegel, aber ich habe die jetzt auf dem Kopf. Auch wenn es jetzt heute ohne Sunny war, ich hoffe beim nächsten Mal wieder mit. Ich habe halt immer noch das diesen Hintergrundgedanken, dass er mich einfach angelogen hat. Ich hoffe auf jeden Fall, dass jeder Spaß beim Zusehen hatte, auch wenn ich mich jetzt ein bisschen über Sunny beschwert habe. Nebenbei. Ich habe das diesmal wahrscheinlich auch wesentlich heftiger geschnitten. Wenn es euch gefallen hat, ein Abo und ein Like auf YouTube da lassen, ein Follow auf Twitch. Für die YouTube-Gemeinschaft sage ich hier mal Ciao.